Hi folks, this is Trucker Tom from Denver, Colorado. Our trucking team is mile high above the others. Ja, moin Leute, ich bin hier noch bei Smithfield in Nebraska, in Scottsbluff in Nebraska. Und mein Wagen wird gerade gespült tatsächlich, die reinigen den Tank. Finde ich total klasse, geht aber relativ schnell, so ein Hochdruckding da, Pumpen rein, Pumpen raus, frag mich nicht. Geht also recht schnell und mache das deswegen, weil die mich gefragt haben, ob ich noch eine Tour fahren möchte. Und zwar auch für Smithfield, aber jetzt eben nicht hier abholen, sondern zwar jetzt hier in Scottsbluff und zwar bei Organic Valley. Das ist hier ein anderer landwirtschaftlicher Betrieb hier. Da soll ich Rohmilch abholen und dann aber eben auch zu Smithfield, aber jetzt auch nicht hier, sondern auch in Nebraska und zwar nach Grand Island. Das sind 290 Meilen oder sowas. Das müsste ich sogar noch schaffen. Vielleicht muss ich noch mal nachts, muss ich mal gucken. Aber das werden wir dann sehen. Okay, also perfekt für mich. Ich kann sofort los und vor allem habe ich die Tankreinigung sofort inklusive hier. Das ist schön, schön. Gefällt mir ganz gut. So, perfekt. Also, alles ist soweit vorbereitet hier. Please proceed to the highlighted route. Ich kann los. Und das ist eigentlich eine gute Geschichte sozusagen. Nicht sozusagen, das ist eine gute Geschichte für uns. Ich habe den Tank hier kostenfrei gereinigt bekommen, weil ich zugesagt habe, eine weitere Tour für Smithfield zu fahren. Perfekt. Also Smithfield ist zwar der Empfänger, also wir fahren jetzt zur Firma Organic Valley, das ist so rund 20 Meilen von hier jetzt. Turn left. Das ist alles Taco und da hole ich die Fracht ab und bringe sie dann zur Firma, mein Gott, zur Firma Smithfield, aber eben dann eben nach Grand Island hier in Nebraska auch. Turn right. So, Zug ist auch gerade durch. In 200 meters, turn right. Genau, 18 Tonnen Rohmilch werden es werden. Turn right. Gucken, ob ich das noch in meinem Rutsch hier hinkriege. Ich habe also noch eigentlich noch 6,5 Stunden Lenkzeit. Gucke ich mal, ob das klappt oder nicht. Ich fahre nicht so ganz so gerne nachts, ne? Also hat man ja schon seine Erfahrung so gemacht. Also wir haben es jetzt 3:30. Aber ja, mein Gott, ne? Also ist ja, wäre ja auch nicht so ein Drama, wenn das dann mal einmal eine Nachtfahrt mal wieder wird. Man wird halt vorsichtiger, ne? Man wird ja älter. Schön aufpassen, dass nichts passiert und so. Das ist halt das Thema. Schöne Grüße in Richtung Atze an der Stelle. Ihr wisst warum. Ne? Ja, oh, danke schön. Dank wollte nicht rein. So genau, also 10 Meilen habe ich jetzt noch hier bis zum Aufladeort Organic Valley quasi. Und hakt. Gucken wir mal, ob das passt. Na, bleibst du, fährst du? Should I stay or should I go? In 200 meters, turn right. Das machen wir. Turn right. So, hier ist Organic Valley. Auch ein landwirtschaftlicher Betrieb. Komme ich rum? Jawohl. Da laden wir jetzt einfach mal auf. Ich mache mich kurz kundig und dann bin ich gleich wieder da für euch. Sogar auch eine dringende Lieferung, haben sie mir gerade gesagt. Deswegen war das wahrscheinlich auch so eilig.
Hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich hoffe, dass das alles passt. Dann muss ich natürlich tatsächlich ein bisschen Gas geben, nachdem ich schnell jetzt hier mich aufladen. Mich voll machen quasi. So, da ist der Aufladepunkt markiert, jawohl. Und hier habe ich auch endlich mal genug Platz. Und kein Gabelstapler oder sowas steht im Weg, das ist doch schon mal schön. Doch mal eben kurz gucken, wo wir sind. Ja, so sollte es doch eigentlich wohl passen, oder? Hoffe ich doch mal. Läuft ja doch wieder weg hier. Gibt es denn sowas? Okay, passt aber. Alles klar. So, wir warten aufs Aufladen und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, dann machen wir uns auf den Weg. Wir haben es 10 vor 5, Freitag. Wenn ich durchkomme, das schaffe ich aber nicht mehr. Aber ich habe noch eine Restzeit von 5,30 und 5,47, sagt das Navi. Die 287 Meilen sind es. Wir kriegen immerhin 12.700 Dollar dafür. Ne? Also ganz ordentlich. Aber das schaffe ich nicht. Und ich muss mit der Fracht am Samstag um 14.15 Uhr da sein. Mit der Übernachtungszeit dazwischen. Also wir müssen Gas geben. Das ist mal klar. Wir müssen also definitiv Gas geben. Sonst wird es etwas schwierig. Drücken wir mal ein bisschen aufs Tübchen. So, und bis dahin schauen wir weiter. Turn right. Ja, der Trailer ist tatsächlich länger als man glaubt. So, also 287 Meilen und wir müssen Gas geben. Also, da kommt einer, apropos Gas geben, will mich überholen. Nicht geschafft. So, aber bis dahin, Leute. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, ich muss hier leider den Flycam Trick anwenden, ja, weil, oder wie gesagt, den Verkehr eben auf Null stellen, wie auch immer ihr das macht. Bei dieser Stoppstraße hier links abbiegen, 124 LKWs vor mir, hast du einfach keine Chance, dass da irgendwas passiert. Und deswegen muss man gucken, was man da macht. Also ich finde es halt etwas schwierig. Jetzt auch wieder, ne? Zum Beispiel der hält jetzt einfach an. Okay, weil sie mich durchlassen wollen. Okay, das scheint nett zu sein. Gott sei Dank hat jemand an mich gedacht. Eigentlich ist das aber nicht korrekt und naja, aber ihr wisst, was ich meine, ist egal. Labababa und jetzt halte ich auch erstmal wieder in die Schnüsse.
was ist jetzt hier los? Ah, okay, eine Baustelle. Ich hatte gerade schon wieder Sorgen. aber nee, die Baustelle ist okay, da kann man mit leben. Sowas finde ich auch in Ordnung, ja. Also nicht, dass ihr meinen Meckern immer falsch versteht. Eine Baustelle mit Ampelanlage und so weiter, das ist vollkommen okay, wobei die da natürlich auch ein bisschen besser einfädeln könnten. Ja, ja, wieder Mecker, 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 aber so ist es halt. Das finde ich schon okay. Aber sowas gehört natürlich dazu, ja. Also sowas hast du natürlich auch. Ich hätte auch nichts gegen Stau oder sowas, das ist alles gut. Aber wenn es dann halt eben so ein Ding ist wie vorhin, wie gesagt, wo du da einfach dann an einer Straße dir einen Wolf stehst, weil einfach Stoppstraße links und bei so einer großen vierspurigen Straße, da kommst du einfach nicht raus. Als LKW schon mal gar nicht. Und wenn dann irgendwie 10 LKWs vor dir stehen, wird es halt schwierig. Das wird wahrscheinlich auch real life sein, aber das ist ja nicht das, was ich euch zeigen möchte. Ne? Also nicht, dass ich euch nicht real life zeigen möchte, das meine ich jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das wird ja sonst auch einfach ein bisschen langweilig. So ist das halt. Genau, ja, wir warten jetzt hier an einer Baustelle und ja, so wird es dann eben gleich weitergehen. Okay, weiter geht's. Gucken, ob wir jetzt bei der Ampelphase schon durchkommen. Ja, die stocken immer alle so, weil sie alle nicht richtig rausfahren da hinten. Ne? Jeder bremst nochmal und fährt dann erst raus. Das ist halt nicht wirklich flüssig, leider. Und insofern mal langsam hinterherfahren. Ich denke mal nicht, dass wir das jetzt schon schaffen werden. Ne? Genau. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr in meiner Ruhezeit schaffen, bis nach Grand Island zu kommen. Das schaffe ich nicht. Ich habe also jetzt mir jetzt auf jeden Fall einen Rastplatz ausgesucht. Das sind jetzt so 2,5 Stunden zu fahren. Auch das wird schon knapp tatsächlich. Muss ich gucken, ob es passt, ja, nachdem der Verkehr sich weiterentwickelt hier. Und ja, dann schauen wir einfach nochmal. Ja, was soll ich sagen, das ist jetzt schon verdammt schnell dunkel geworden jetzt hier. Also ich habe jetzt noch ein paar Meilen bis zum Rastplatz. Ich habe auch nur noch 35 Minuten Fahrzeit, also Ruhezeit quasi. Also es war, ist knapper geworden, als ich gedacht habe leider. Also ich hatte eigentlich ja gedacht, das ist entspannter. Ich hatte genug Puffer eingeplant, aber man kommt immer nicht so schnell vorwärts, wie man meint. So wie man will, sagen wir mal so. Hier ist links ein Viewpoint gewesen, aber da habe ich jetzt leider keine Zeit dafür. Und jetzt muss auf der linken Seite, sehe ich da unten jetzt gerade, da muss jetzt der Rastplatz kommen. Keine Ahnung, wie das jetzt hier so aussieht. Dieser Rastplatz. Irgendwo da vorne an der Tanke oder wo ist das jetzt hier? Hier links, okay. Das war jetzt nicht wirklich zu erkennen. Und wo ist jetzt hier der Rastplatz?
Okay, ich kann hier einfach vor der Garage stehen bleiben. 8 Minuten hätte ich noch gehabt. So, jetzt hauen wir uns erstmal aufs Ohr und ich sag mal, bis morgen früh. Ja, was soll ich euch sagen? Wir haben Samstag 9.45 Uhr. Ruhezeit habe ich rum. Ich habe nochmal umgeparkt. Die hatten mich gebeten, quasi den Truck ein Stück weiterzustellen, quasi, um da, ja, dass die Autos oder zum Tank noch reinkamen. Ich habe also meinen Trailer quasi abgehangen. Aber jetzt kein Problem im Prinzip. Da hinten steht er. Aber hier war gestern noch ordentlich was los, muss ich sagen. Also das war schon ganz lustig. War so eine Motorrad-Kombo war noch hier. Die haben noch ordentlich Party gemacht hier. Das war schon ganz lustig irgendwie. So, jetzt klemme ich mal den Trailer wieder an. Navigation resumed. Also richtig toll habe ich den auch nie geparkt, fällt mir so auf. Navigation resumed. Aber er hat gesagt, ich soll den so hinstellen, habe ich das getan, ne? So, wir müssen auf jeden Fall heute auch Gas geben. So, also genau, wir müssen Gas geben. Tatsächlich, also wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, um. Wo fahre ich jetzt wieder hierher? Da steht ein PKW gerade im Weg, deswegen ein bisschen quer wird ein. Naja, muss Lösung finden. Ne? So, jetzt müsste es aber vorbeipassen. Na Gott. Ja, genau, also wir haben 14.15 Uhr muss ich da sein, also ungefähr 4 Stunden habe ich noch Zeit, also Deadline quasi, und 2.30 brauche ich auf jeden Fall für die Fahrt. Also bummeln ist nicht, das kann man schon mal sagen, bummeln ist heute nicht angesagt. Also müssen wir auch sehen, dass wir noch ein bisschen Gas geben. 100 Meilen haben wir noch. Also ihr Lieben, ich mache mich auf den Weg. Ja, was soll ich sagen? So wird das natürlich nichts. Ich weiß nicht, was die momentan hier in Nebraska alles bauen. Das ist ja unfassbar. Es ist auch eigentlich nicht mehr weit, aber kommst hier halt eben nicht vorwärts. Du kommst nicht vorwärts, ey. Das gibt's doch nicht. Ach, Kinders, ey. Und dann eiern die da so langsam rum. Und du hast hier Termin, fragt, ey. Tja. Kostet einen wirklich echt verzweifelt viel Zeit. Und ich wette mal, dass wir jetzt hier wieder diese Phase nicht schaffen, weil die alle wieder auch wieder langsam durch die Gegend eiern hier. Kommt Leute, gebt Gas, wir haben grün. Ihr müsst nicht eher an der Linie nochmal halten hier. Komm. Was soll ich sagen? Ihr wisst ja, was los ist.
Ja, zum Glück sind hier gerade alle abgebogen. Ich habe noch 50 Meilen, also insofern Gott sei Dank. Gucken, ob ich da jetzt noch ein bisschen was rausholen kann. Also eine Stunde Puffer habe ich auf jeden Fall. Da war gerade Mähdrescher. Mähdrescher, ne, wer mich aus meinen Livestreams mit dem ETS von Arno Zwieback kennt, er kennt die Geschichte mit dem Mähdrescher auch. Ja, auf meinen letzten Metern bis zur Tankstelle einfach vor mir stehen geblieben ist und ich musste zur Tanke, kam nicht mehr weiter. Also das war schon geil. In Frankreich war es, genau. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt haben wir es noch 35 Meilen. Ich versuche echt aufs Gaspedal zu drücken. So halbwegs im Limit, ne? Ihr seht es oben, blinkt öfter mal rot. Also so 1-2 km/h versuche ich drüber zu sein. So dass es noch halbwegs im Limit ist, aber was soll ich sagen? Ja, Kunde erwartet die Lieferung, genauso ist das. Stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich ankommen. Ich versuche es ja. Also eine Stunde ist gerade noch Karenz, es darf aber echt nichts mehr passieren, kaum sage ich es. Was haben wir hier wieder? Roadworks ahead oder was ist das hier? Oder ein meilenlanger Zug, der uns gleich hier kreuzt oder was haben wir? Heute Fahrt, ich hab's eilig, wirklich. Da fehlt irgendwie so ein Pickup wieder vorne, oder was ist das? Was eiert der denn da rum? Wir können 65 hier fahren. Leute, ey. So, Grand Island, wir sind da nur noch 15 Meilen, also ich schaff's, glaube ich, ich schaff's. Sehr landwirtschaftlich geprägt hier offensichtlich das Ganze. Keep to the right and then turn right. Das machen wir. Turn right. Alles noch im Time. Ich hatte mich ja gefreut, dass ich die Fracht sofort gekriegt habe, aber Termin ist natürlich auch immer unter Strom, ne? Das ist halt so. Und die Ruhezeit musste ich einhalten, da habe ich ja keine andere Chance gehabt. Da hinten muss ich irgendwann später links, das heißt, wir biegen jetzt schon mal auf die linke Spur ab. So machen wir das. Da schon mal hinten. Ja, deswegen also Navi beobachten ist als A und O, kann ich euch sagen, dass manchmal ist ja einfach die Nachricht, die Sprachnachricht vom Navi einfach viel zu spät, als dass man da jetzt dann noch auf reagieren kann. Gerade wenn man links abbiegen muss, ist manchmal schwierig, wenn man auch nicht reingelassen wird auf die linke Spur. Also insofern immer mal einen Blick darauf werfen. Ein bisschen vorausschauend fahren. So sage ich das mal. Naja, gut. Unter der Brücke und dann links irgendwo, ne? Ja. Auf die 30 East. Okay. Dann machen wir das doch auch. Turn left. Ja, rote Ampel. Ich halt einfach mal wieder an. Ist auch gut, ne? Ich halt einfach mal wieder an. War natürlich nicht auf die rote Ampel gemünzt. Das ist ja klar, dass ich bei einer roten Ampel zumindest meistens anhalte, sondern das Video habe ich natürlich gemeint, aber damit einfach die Zeit für euch etwas besser vergeht quasi, als mir zuzuschauen, wie ich vor einer roten Ampel warte. Na, ist ja auch nicht so, dass das Highlight im Video, ne? Diese Auffahrten, wo du keine
keinen Beschleunigungsstreifen hast, das ist schon echt, da kannst du kaum sehen, ob jemand kommt oder so. Das ist schon schwierig. Schmaler können sie die Gassen ja auch nicht mehr machen. Ah ja, ja, hier war ich schon mal. Ich entsinne mich. Ja. Und wieder eine rote Ampel. Also, Videostopp. Ich weiß nicht, was das für eine Spur rechts neben mir ist, die Parkstreifen. Ja, macht Sinn. Macht irgendwie Sinn, genau. Oder Polizeikontrollstreifen hier. Okay. So, 10 Meilen noch knapp, dann sind wir da. Was haben wir jetzt wieder her? Mensch, Leute. Was ist hier los? Okay, nur eine Ampel. Damit kann ich gut leben. Kriegen wir hin. Ich muss die nächste rechts, also insofern. Keep to the right. And then turn right. Sag ich doch. So, 13.06 Uhr haben wir, bis 14.05 Uhr haben wir Zeit. 6 Meilen sind es noch. Turn right. Könnte ich den Trailer fast zu Fuß hinbringen. Aufpassen, wo wir hin müssen. Smithfield heißt die Firma. In 200 meters, turn left. Turn left. Rechts ist Smithfield schon, wo ich reinfahren muss. Ganz schön großer Komplex hier, muss ich sagen. In 200 meters, turn right. Okay. Turn right. Ah, okay. Truck entrance, okay. Meine Herren, was für ein Laden hier. Moinsen. Okay, er winkt schon weiter. Alles klar, braucht nicht anhalten. In Ordnung. Dankeschön. Ja, ja,
ordentlicher Trailerpark hier stehen, ne, von Smithfield oder was auch immer das hier ist. Gut, dann frage ich mal kurz nach, wo ich hin muss und dann sind wir Gott sei Dank you have arrived at your destination. In time. Alles klar, bis gleich, ihr Lieben. Ja, hinter das Haus halt ist der Verladebereich. Gucken, wie ich da so reinparken muss gleich. Na, der Kollege entsorgt da ein bisschen was, auch okay. Und der macht Pause hier, so wie es aussieht. Jupp. Alles klar, da muss ich hin, aber das ist so eine seitliche Box. Okay. Ja. Wie viel Platz haben wir hier? Guck mal, ob ich hier das Ding drehen kann. So übel, sprach der Dübel. Ja, das passt noch. Kann man möglichst den Trailer wieder gerade ziehen, damit wir dann da halbwegs gerade in die Lücke kommen. Ich versuche es mal wieder, da reinzukommen. Also wenn man es mal vergleicht, Smithfield quasi, wo wir letztes Mal waren, in Scotts Bluff in Nebraska und hier dieses hier, das ist natürlich, das ist ja mal ein großer Unterschied hier. Na, ich muss mal die Cam wieder umändern, sonst sehe ich halt leider tatsächlich nicht. Ja, das ist ja mal ein Riesenkomplex hier, ne? Also mein lieber Herr Gesangsverein. Platz zum Navigieren, das ist schon mal in Ordnung. Ist auch nur eine 40 Erfahrungspunkte quasi, also nicht der Rede wert. Und ist kein ganz schweres Einparken, aber auch nicht das Einfachste, also muss man auch dazu sagen. Für die, die es nicht wissen, sag ich mal, man kann ja kriegt ja verschiedene Erfahrungspunkte für die unterschiedlichen Einparkschwierigkeiten. Also 90 ist, glaube ich, das Höchste, meine ich zumindest. Weiß ich jetzt aber auch nicht ganz genau. Zumindest das, was ich gesehen habe, im Kopf habe, 90 Erfahrungspunkte. Und hier kriege ich mal 40 für, also überschaubar halt. Ne? Ist nicht so dann ganz große Drama. Nehmen wir umgesehen. So, Motor aus. Ja, ihr Lieben, ich habe es geschafft abzuladen, noch 30 Minuten, bevor ich da sein musste. Hat also funktioniert, Gott sei Dank. Ja, ich freue mich, wenn euch diese Videos gefallen und ihr dabei seid. Lasst gerne einen Kommentar da. Lasst mir auch gerne was da, was ihr gerne sonst noch sehen wollt oder so irgendwie. Ne? Also ich werde auch demnächst mal wieder ein bisschen streamen. Könnt auch gerne reinschauen. Und ansonsten mache ich mir natürlich jetzt mit meinem Team Gedanken darüber. Kaufen wir die Garage in Cheyenne? Ja oder nein? Bis dann. Ciao, ciao.